Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trollface Quest Video Game Edition. In der letzten Folge haben wir Scheiße kaputt gemacht. Wir sind schon bei Level 13 jetzt und ich sehe schon, das wird Doom sein, was das Quiz ist. Und ich habe mal geguckt, es gibt insgesamt 32 Level und dazu dann noch ein paar extra Level. Zum Beispiel der hier oben, da muss man die Level verlieren. Hier muss man 10 Trollmons finden, hier muss man diese Spinnen finden und hier unten noch ein paar Pünktchen machen. Dann war auch schon 88.000, aber wir machen jetzt erstmal mit Level 13 weiter. Das ist, glaube ich, Doom. Okay, du willst uns essen oder was? Aber ich schieß dich ab. Pau, 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 pau. Oh nein, okay, das bringt nichts. Der ist ein bisschen zu stark für uns. Na gut. So, what else? Wir haben... Oh Gott, ich habe das ganz alte Doom nie gespielt, wo man so einen komischen Labyrinth drin war. Keine Ahnung. Aber wir haben ja ein I, D, Q. I, Q. Ich bin schlauer als du. Reimt sich, Leute. Aber nein, ist falsch. Müssen wir das irgendwie ziehen? I, 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 D, 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 Q, 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 D, I, I, D, D, I, D, I, D, D, Dick, D, I, Q. Du bist ein Dick. Nicht? Vielleicht, können wir hier noch irgendwas machen? Nee, mit dem Face irgendwie? Wir gucken ganz schön böse. Ich glaube, wir müssen hier irgendwas auswählen, Q, und dann schießen? Passiert dann was anderes? Ah, vielleicht doch, D? Man muss das bestimmt in der richtigen Reihenfolge machen, kann ich mir vorstellen. Also, wir probieren mal. D, I, Q. Du bist ein Dick. Okay. Scheinbar doch nicht. Scheinbar kein Dick. Dann weiß ich auch nicht, Leute. Was müssen wir hier machen? Man kann... Oh. Ja, man kann ihn abschießen. Man kann hier diese Dinger auswählen. Okay, vielleicht können wir irgendwas mit der Waffe machen. Also anklicken nicht, aber vielleicht kann man sie ja... Vielleicht hat man noch eine andere Waffe. Ich glaube, dann muss ich hier wieder diesen... So, kann ich... Ah! Ich habe noch eine andere Waffe. Okay, knall ihn ab. Oh, da freut er sich. Okay, herzlichen Glückwunsch. Warum? Verstehe ich nicht, Leute. Okay, die Animation am Ende war witzig, das muss ich zugeben. Die fand ich witzig, Leute. Das ist ganz mein Humor. Okay, was haben wir hier? Dogfood. Das Spiel kenne ich auch wieder gar nicht. Hier ist irgend so ein Clown-Dings, keine Ahnung. Erstmal die Spinne einsammeln. Pokémon sehe ich hier ehrlich gesagt nicht. Und das ist Hundefutter. Schon vergammeltes Hundefutter. Okay, wir machen alles auf. Okay, man darf anscheinend drei öffnen und eins davon ist dann richtig. Ist das dieses Ed und Fleck-Spiel? Keine Ahnung, dieses Ed irgendwas? Die sind ja alle falsch. Ich mache erstmal alle auf, um überhaupt zu gucken, was drin ist. Muss man die in der richtigen Reihenfolge machen? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier irgendwie so eine Kugel brauchen. Irgendwie von der Seite oder so. Vielleicht was mit seinem Auge oder sowas. Also sieht ja so aus, als wenn das irgendwie wie so eine Bowlingbahn ist hier oder so. Am besten wieder nicht das Offensichtliche machen. Aber was ist denn hier nicht das Offensichtliche? Weiß nicht, Leute. Wir nehmen mal einen Tipp. Oh, tatsächlich einfach... Das habe ich aber eben schon probiert. Das ging nicht. Hui. Oh, es ist wirklich dieses Ad-Spiel-Dingsbums. Oh, es war genau das, was ich dachte. Und kacke. Das funktioniert immer nicht, wenn ich anzeigen will, was ich mache. Aber das ist ja wichtig fürs Video, Leute, hier. Sehr blöd. Okay, wir sind in einer Seashow. Da ist auf jeden Fall ein Pokémon, oder was das sein soll. Was war das für ein Pokémon? Sollte das Goldini sein? Weiß es nicht, Leute. Okay, Ben und Ed, so hieß das Spiel von eben. Okay, der kann tolle Tricks machen, das ist aber falsch. Vielleicht will er ja den Fisch haben. Hier, ein Fisch für dich. Und jetzt macht er einen Trick. Auch falsch. Vielleicht müssen wir ihn so lange füttern, bis er platzt oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ja, yeah, frisst die ganzen Fische. Frisst noch mehr. Ja, alles. Okay, der kann anscheinend so viel fressen, wie er will, aber es passiert einfach nichts. Hm. Müssen wir das vielleicht cutten, das Ding? Oder vielleicht während er isst und dann muss er das machen? Nee, auch nicht. Hm, Leute. Er freut sich hier hinten voll krass. Ich glaube, man muss das cutten. Nee, ist anscheinend falsch. Ah, man kann hier... Lol. Man kann das Ding ziehen und dann kommt da Müll runter. Und wenn wir ihn das jetzt verfüttern... Oh, jetzt hat er den gegen Fisch gegessen und jetzt platzt er wahrscheinlich, ne? Okay, ja, mach deine Tricks. Okay, war nicht so schlecht. Muss ich sagen, ist ganz okay. Ich glaube, so länger man dieses Spiel spielt, umso mehr mag man diese Pipi-Kaka-Witze. Keine Ahnung. Ich finde, je länger ich das spiele, umso besser finde ich es. Also wir machen erstmal das Offensichtliche. Ja, hier, guter Bauer. Danke für die Socke. Oder das Konto. Was soll das sein? Ich weiß es nicht. Also ich habe erst gedacht, das wäre dieses Monster vs. Zombies. Oder, nee, Plants vs. Zombies. Aber anscheinend ist das irgendein Farming-Simulator oder so. Ja, Samen. Und jetzt bewässern. Und was kommt da raus? Geil.
Eine Sonnenblume. Ist falsch. War klar, dass es falsch ist, weil man soll nie das machen, was die von einem verlangen. Okay. Money, money, money. Was kann man hier sonst machen? Wenn wir jetzt... Wir sollen... Man darf nie das machen, was sie von einem verlangen. Das ist meistens falsch. Ich glaube, wir müssen irgendwas mit dieser Socke machen. Aber das ist gar keine Socke, oder? Ich probiere hier gerade mal ein bisschen rum, aber irgendwie... Hier will nichts anderes. Okay, vielleicht muss man das doch noch da reinlegen. Und jetzt... Komm wieder... Oh. Sorry, das war meine Matheaufgabe. Komm wieder und pinkel darauf oder so. Was weiß ich, was du machen sollst. Ich will... Nein, ich will nicht, dass du... Oh. Das ist aber doch falsch. Nein, hör auf. Also ich glaube, die ersten beiden Sachen sind soweit schon mal ganz okay. Vielleicht müssen wir irgendwas machen, während er da gießt. Oder danach. Ich meine, wenn wir jetzt nichts machen, dann bleibt das ja erstmal in diesem Zustand. Oh, da ist ja noch irgendwas Gelbes. Bringt das was? Nee. Nee, geh weg, du! Was könnte man denn sonst noch machen? Oh, man kann öfters draufdrücken auf die Schaufel. Okay. Jetzt geht's nicht mehr. Und jetzt? Hallo? Jetzt den Samen da rein. Nee. Okay, ich kann jetzt gar nichts mehr anklicken. Das Loch. Ach, lol! Okay, wir haben Öl gefunden. Wir sind super reich. Gott. Okay. Wir haben auf jeden Fall hier wieder eine Spinne. Was das für ein Spiel sein soll? Gar keine Ahnung. Irgendwas mit dem Fahrrad. Was bist du für ein Dude? Er lacht uns einfach nur aus. Und wenn wir losfahren, das ist wahrscheinlich das Falsche. Dann tun wir uns weh und der alte Mann lacht uns aus. Okay. Cool. Was können wir sonst noch machen? Ja, aber warum fallen wir überhaupt hin? Lernen wir gerade erst das Fahrradfahren? Was macht man denn mit dem Dude hier? Okay, wir können den Typen nehmen, den alten Mann. Und ihn auf unser Fahrrad setzen? Was? Was ist das denn? Oh, gib mir das Bisasam. Dankeschön. Oh, ist das dumm. Warum? Egal, Leute. Ich hinterfrag das einfach nicht mehr. Okay, wir müssen 5 Sachen finden, wie es aussieht. Also hier unten seht ihr eine 5 Sachen. So, da ist ein Trollface, hinter der Uhr bestimmt auch. Okay, scheinbar nicht, aber hier drin bestimmt. Okay, ein Bild, hinter den Kissen bestimmt auch. Ja. In dem Schrank natürlich auch. Und beim Feuer dann noch. Nicht? Hä, okay. Dann bei der Uhr auf jeden Fall, oder nicht? Beim Feuer ist auch gar nichts. Vielleicht muss er den Nagel da rausnehmen? Nee. Ich meine, viele Möglichkeiten hat man hier ja gar nicht. Ich glaube, die Uhrzeit ist einfach falsch. Vielleicht muss die Uhrzeit auf eine andere... Zeit eingestellt werden. Okay, 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr. Also die Uhrzeit stimmt soweit. Ich dachte, dass da vielleicht irgendwas falsch ist oder so und dass man da dann die falsche Uhrzeit hinpacken soll. Vielleicht können wir ein Kissen in den Kamin werfen oder so. Schmeiß das Kissen da rein jetzt. Vielleicht können wir noch irgendwas verschieben. Den Nagel da kann man auch nicht rausnehmen auf der rechten Seite. Ah, vielleicht müssen wir das in der richtigen Reihenfolge anklicken. Aber irgendwas ist das noch mit dieser Uhr, nur was? 10 vor 4? 20 vor 3? 7 Uhr 20? Muss man da irgendwas im Kopf haben, dass das irgendwas zu bedeuten hat? Also, wie zum Beispiel so 420 oder sowas? Aber 420 gibt's ja nicht, oder? Nee. Oder muss das irgendwie ein Gesicht ergeben oder so? Die wollen ja wieder, dass man denkt, dass man die 5 Dinger suchen muss, aber das stimmt locker gar nicht. Oh, oder kann man hier 5 Uhr einstellen? Das ist zumindest annähernd 5 Uhr. Mal gucken, wenn ich jetzt die ganzen Dinger hier hole. Gut. Wieder außerhalb des normalen Denken. Die wollen, dass man hier irgendwas findet. Ich meine, in der Vergangenheit mussten wir auch ab und zu mal wischen. Vielleicht müssen wir hier auch einfach irgendwas wischen. Kann man die Uhr vielleicht größer machen oder das Feuer? Wo ist was? Was? Leute, ich habe rausgezoomt? Okay, hier hinten ist auf jeden Fall noch ein Pokémon. Oder wie die Digger hier heißen. Und jetzt?
Hä, aber das war doch, das hatte doch nichts mit Trollen zu tun. Ich musste rauszoomen, okay, interessant. Ich wollte eigentlich das Feuer ausmachen, aber okay. Einen machen wir noch, Leute. Oh mein Gott, ein Horrorspiel, das ist Five Nights at Freddy's. Hier, unser 10. Pokémon, ein kleines hässliches Glumanda. Trollmons, natürlich. Wusste man doch. Oh nein, da ist ein böses Viechlein. Sie wollen uns alle fressen. Es gibt auch noch eine Horrorversion von diesem Spiel. Habe ich mir auch schon runtergeladen. Es gibt richtig viele. Ich habe, glaube ich, 8 verschiedene Versionen von diesem Spiel gerade runtergeladen auf mein iPad. Ich werde mal gucken, ob ich die alle spiele. Horrorspiele sind auf jeden Fall vielleicht noch interessant. Gut, was können wir hier machen? Also da ist auf jeden Fall Freddy. Ich glaube, der Bär hieß Freddy, ne? Da ist dieser... Den weiß ich nicht, aber der sieht auch interessant aus. Die darf ich nicht anlampen, anleuchten. Oh, wir haben Angst. Oh nein, oh nein. Was sollen wir tun? Okay, solange wir nichts anleuchten, soweit ist alles gut. Den Lichtschalter kann ich auch nicht drücken, weil dann leuchten wir irgendjemanden anderen an. Wenn wir irgendwas mit der Taschenlampe machen, wenn wir uns... Ich versuche jetzt wieder so zu ziehen irgendwas, aber anscheinend will das nicht. Da oben ist noch... Ich meine, hier oben ist so eine Kiste, wo ein Pfeil drauf ist, den man runterziehen kann, aber der macht halt nichts. Wenn ich hier in den Bereich klicke, dann leuchte ich den an. Wenn ich hier in den Bereich klicke und auch wenn ich den Lichtschalter anklicke, dann leuchten wir den an. Und der ist auch noch da. Von daher kein Plan, Leute. Wir können uns selber anklicken, aber das bringt nichts. Beim Fenster raus können wir auch nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Eine Decke oder sowas, aber wozu? Kann man die Decke vielleicht irgendwie nehmen oder so? Oder wir müssen die anleuchten und dann irgendwas machen. Ja, Leute, gar kein Plan. Ich glaube, ich brauche einen Tipp. Erhalte unbegrenzt Hinweise. Nee, jetzt haben wir leider keine Tipps mehr. Hä? Okay, wir sollen irgendwas mit seinem Gesicht machen? Natürlich war es wieder irgend so ein Schwachsinn. Und jetzt sind wir das Monster, oder was? Hier, habt Angst vor uns! Toll. Ja, blöd, jetzt haben wir leider keine Tipps mehr. Mal gucken, wie ich das dann in den nächsten Folgen hinbekomme. Auf jeden Fall, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.